Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Enrico Galvini. Ich bin Life Coach, Channel Medium und Komponist für heilende Musik. Seit vielen, vielen Jahren praktiziere ich Yoga und verschiedene Meditationen und beschäftige mich sehr viel mit dem Schamanismus, aber auch mit den Heilkünsten. Ich bin unter anderem auch Reiki-Heiler. Und heute möchte ich mit euch über die Erzengel sprechen. Seit vielen Wochen meditiere ich darüber, ob überhaupt das Interesse daran besteht, in so einer wilden, aufgewühlten Zeit sich überhaupt noch mit den Engeln zu verbinden oder zu beschäftigen. Und bin jetzt aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass ich euch noch mehr von dem teile, was ich mit den Engeln erleben durfte und welche Form von Meditation ich eben mit den Engeln durchführe. Und ich habe auch lange überlegt, mit welchen Engeln ich anfange. Und es gibt ja viele Engel, die beschäftigen sich, beziehungsweise die sind zu Hause in unseren sieben Hauptchakren oder auch in unseren Handchakren. Es gibt aber auch Engel, die sind eben mehr zu Hause in unserem größeren, ja, wie sagt man, Energiekörper oder im Energiekörper dieses Planeten beheimatet. Und der Engel, den ich euch heute vorstellen möchte, das ist der Engel mit dem Namen Nathaniel. Ich blende das hier auch nochmal ein, damit ihr das auch nochmal lesen könnt. Nathaniel. Und Nathaniel ist mir das erste Mal wirklich bewusst begegnet in Teneriffa. Es war im Jahr 2016, ja, im Jahr 2016 war das. Und Nathaniel ist der Erzengel, der uns behilflich ist, wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und tatsächlich ratlos quasi schauen und kaum eine Perspektive für die Zukunft haben. Was macht Nathaniel genau für uns? Zum Ersten, Nathaniel ist der Erzengel, der für unseren nächsten Schritt sorgen kann. Also er hilft uns dabei, einen nächsten Schritt zu wagen oder zu planen. Wo ist er dann logischerweise auch zu Hause, wenn wir unseren Erzengeln immer ein Zuhause in unseren Körper geben? Nathaniel ist bei mir in meinen Fußchakren zu Hause, da er eben auch für den nächsten Schritt verantwortlich ist. Und das bedeutet, wenn ich mich erden muss oder wenn ich eine tiefere Verbindung mit unserem Planeten herstellen möchte, um zu verstehen, wo führt eigentlich meine Reise gerade hin, dann rufe ich Erzengel Nathaniel an. Was man zum Erzengel Nathaniel wissen muss, ist, dass in dem Moment, wo man den Erzengel Nathaniel bittet, beim nächsten Schritt behilflich zu sein, es wird auf jeden Fall einen nächsten Schritt geben. Das bedeutet, all das Zögern, all die Prokrastination, all das Hadern, das findet abrupt ein Ende und man wird ein bisschen auch wie ins kalte Wasser geschubst. Und das ist eine ziemlich gute Sache, denn wir sind ja so konditioniert, dass wir immer im Sicherheitsdenken auch verankert sind. Und da kann Nathaniel uns auch helfen, mehr ins Gottvertrauen zu kommen und hin und wieder auch liebgewonnene Sicherheiten loszulassen. Denn Sicherheiten bedeutet nicht gleichzeitig auch auf dem richtigen Weg zu sein. Viele Sicherheiten können trügerisch sein und sich am Ende als eine sichere Falle entpuppen. Und gerade jetzt auch in der Zeit, in der wir uns 2020 im Juli befinden, wo wir große politische Veränderungen wahrnehmen, wo wir große spirituelle Offenbarungen auch überall auf allen Kanälen lesen können, in einer Zeit, in der alle Nationalstaaten dieser Welt politisch mehr oder weniger instabil geworden sind, eben auch durch den Lockdown, fragt sich sicherlich der ein oder andere, wie geht es denn jetzt weiter? Gehe ich jetzt weiterhin in meinem Beruf? Was passiert, wenn es einen zweiten Lockdown gibt und einen dritten Lockdown? Wie gehe ich denn jetzt damit um, sollte tatsächlich eine Zwangsimpfung auf den Plan kommen? Was mache ich dann? Flüchte ich dann? Verstecke ich mich in einer Höhle? Gehe ich in den Wald? Leiste ich Widerstand? Wird es einen Bürgerkrieg geben? Das sind alles Fragen, die uns ja gerade aktuell sehr, sehr beschäftigen.
Und wie ihr ja wisst, besteht der Ozean eben nicht aus einem großen Körper von zusammenhängendem Wasser, sondern der Ozean sind Milliarden, Myriaden von einzelnen Wasseratomen. Das heißt, viele einzelne Einheiten. Und solch eine Einheit bist du in der menschlichen Gesellschaft auch. Du bist sozusagen ein Atom, ein unteilbares Wesen. Du bist das Atom der Gesellschaft. Man kann dich halt nicht zerstückeln, hoffentlich nicht. Und wenn, dann verlierst du ja sozusagen deine Integrität. Das bedeutet, das, was dich als Menschsein ausmacht, eben das Leben, das Lebendigsein, das würde ja wahrscheinlich von dir genommen werden, um da jetzt nicht so sehr tief in solche furchtbaren Bilder zu gehen. Damit du aber verstehst, warum es so wichtig ist, dass wir zum Beispiel mit einem Erzengel wie Nathaniel in Kontakt treten. Wenn du also in der Lage bist, einen nächsten Schritt zu gehen, löst du damit eine Kettenreaktion aus, die du als Mensch nur schwer überschauen kannst. Denn deine Handlungen beeinflussen natürlich die Handlung von vielen, vielen anderen Menschen, direkt oder indirekt über die zweite, dritte, vierte Generation. Jeder, der im Network Marketing tätig ist, der kennt den Schneeballeffekt, der versteht, was es bedeutet, wenn man in der ersten Ebene drei Geschäftspartner hat und jeder dieser drei Geschäftspartner hat dann in der zweiten Ebene wiederum drei bis vier Geschäftspartner, sodass sich das immer weiter verzweigt. Und genau diese Effekte können wir eben dadurch auch antriggern, dass wir uns bewusst auf Gott berufen. Gott ist immer das Zentrum, das dürfen wir nie vergessen. Bitte macht nie den Fehler und stellt einen Engel über den Rat Gottes. Engel sind Botschafter Gottes, sie sind die Botschaft Gottes. Nichtsdestotrotz ist eine ganz klare Hierarchie zwischen der Urquelle, den Engeln und den Menschen zu erkennen. Und in einer Zeit wie dieser ist es natürlich sinnvoll, wenn du vor einer Barriere stehst, vor einer geistigen Barriere oder vielleicht sogar vor einer geschlossenen Grenze und vielleicht kannst du sogar deinen Liebsten gerade nicht besuchen, weil ihr in separierten Quarantänegebieten seid. All das habe ich mittlerweile schon gehört. Dann bitte Erzengel Nathaniel um Hilfe und lasse dir deinen nächsten Schritt offenbaren. Erwarte, dass es einen nächsten Schritt geben wird. Habe Mut und wisse, dass das, was vielleicht am Anfang aussieht wie das Chaos, das über dich hereinbricht, manchmal nichts weiter ist als eine wilde Achterbahnfahrt, die losgeht, aber es ist eine göttliche Achterbahnfahrt. Das heißt, vielleicht machst du ein, zwei Loopings, vielleicht ändert sich plötzlich wirklich was in deinem Leben, was du so eigentlich nicht geplant hast, aber von der höheren göttlichen Perspektive, von der höheren Perspektive der Engel, die zur Hilfe kommen, ist das genau das, was passieren muss, damit in dein Leben wieder eine positive Bewegung kommt und du weiter auf deinem Weg Richtung Gott gehen kannst. Denn das ist der Grund, warum du inkarniert bist. Du bist inkarniert, um selbstständig aus deiner eigenen Kraft und Quelle heraus den Weg zur Quelle zurückzufinden. Und auf diesem Weg hast du wundervolle Begleiter, auf diesem Weg hast du wundervolle Ratgeber und auch Engel, Menschen, Wesen, die dir helfen. Darum bitte ich dich jetzt aus ganzem Herzen, rufe Erzengel Nathaniel an, wenn du dir über deinen nächsten Schritt nicht im Klaren bist und bitte Erzengel Nathaniel darum, den nächsten Schritt nun mit dir zu gehen. Wir können das jetzt hier am Abschluss des Videos noch kurz zusammen machen, falls du also noch dabei bist. Dann nimm dir jetzt diesen Moment, schließ kurz die Augen. Setze deine Füße gerade auf die Erde auf, also so, dass der ganze Fuß auffliegt. Solltest du gerade im Schneidersitz sitzen, dann bleib direkt im Schneidersitz sitzen. Solltest du im Stuhl sitzen, dann stelle wenigstens deine Füße fest auf, dass du eine gute Erdung hast. Und jetzt spüre mal in deine Füße hinein. In deinen Füßen sind deine sogenannten Fußchakren. Und wenn du das möchtest, darfst du von heute an Erzengel Nathaniel willkommen heißen, in deinen Fußchakren mit dir gemeinsam zu leben. Und wenn du bereit bist,
und sich dir Erzengel Nathaniel offenbart hat. Ich werde jetzt keine Hinweise geben über die Optik des Engels. Es ist völlig nebensächlich. Aber wir können uns gerne austauschen in den Kommentaren. Wenn Erzengel Nathaniel nun also in deinen Fußchakren angekommen ist, dann falte bitte die Hände nun zur Namaste-Geste vor deinem Herzen. Damit schließt du deinen Herzchakra-Kreislauf. Verbeuge dich tief vor deinem inneren Auge quasi, vor dem Thron Gottes. Verbeuge dich tief vor der göttlichen Schöpfung in Demut. Und bitte nun tue deinen Wunsch kund. Erzengel Nathaniel, ich bitte dich aus reinem Herzen, offenbare mir jetzt meinen nächsten Schritt. Erzengel Nathaniel, ich bitte dich mit meinem freien Willen, offenbare mir meine nächsten Schritte. Erzengel Nathaniel, ich danke dir dafür, dass du mir behilflich dabei bist, meinen nächsten Schritt nun mutig zu gehen. Aloha, Namaste, ich danke dir in Liebe und Demut. Und wenn du bereit bist, nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Vielleicht spürst du ja, wie deine Füße tatsächlich jetzt heiß werden. Meine Füße werden gerade heiß und es ist wie, als würde von unten etwas in meinem Körper zu meinen Knien nach oben wachsen. Und ich spüre förmlich die Kraft, die aus dem Erdreich der Mutter nun zu mir strömt. Und wenn du möchtest, kannst du deine Augen auch wieder öffnen. Jede Form von Energie, die zu uns kommt, ist ja auch ein Informationsträger. Und in dem Moment, wo wir unsere Fußchakren öffnen und uns bewusst wieder mit den mütterlichen Energien dieses Planeten auch verbinden, werden wir auch mittels unserer Seele die Energien dechiffrieren können. Wir werden die Energien nach und nach auch in Gefühle und Gedanken übersetzen können, sodass wir schlussendlich in der Lage sind, Worte zu formulieren. Und aus diesen Worten werden Ideen folgen und auch eine Motivation, sodass wir schlussendlich handeln. Ja, das war mein kurzer Videobeitrag heute für dich zum Erzengel Nathaniel. Das war der nächste Schritt, den ich mit dir heute gehen wollte. Und dieses Video ist das erste einer längeren Videoreihe, in der ich mit dir hier über YouTube kostenlos die Meditation teile, welche ich in den letzten 10 bis 15 Jahren mit den Erzengeln durchgeführt habe. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden tatsächlich jedes einzelne Chakra behandeln, vielleicht sogar Chakren, die dir bisher noch gar nicht bewusst geworden sind. Und wenn du diesen Werkzeugkoffer bei dir hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal gewappnet für die eine oder andere Hürde, die du in deinem Leben eventuell zu überwinden hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir unbedingt einen Daumen hoch. So ändern wir eben als YouTuber den YouTube-Logarithmus und du hilfst mir damit quasi, das ist der kleine Energieaustausch, dass dieses Video mehrere Leute erreicht und eben auch gute Klickzahlen hat. Und gleichzeitig hilfst du dann aber auch vielen anderen Menschen, diese Information zu erhalten. Wenn du sogar die Zeit hast, dann teile es doch gerne in deinen Social-Media-Kanälen, bei Facebook, vielleicht bei YouTube oder auch bei Instagram, Pinterest, was auch immer du als Social-Media nutzt. Vielleicht baust du es sogar in dein Newsletter ein oder verschickst es per E-Mail. Damit hilfst du tatsächlich nicht nur mir, sondern vielen, vielen Menschen, die ich dadurch erreichen kann.
Wenn du jetzt nicht die Zeit hast abzuwarten, bis ich im nächsten halben Jahr nach und nach diese Videos hochgeladen habe, du weißt ja, ich bin immer sehr viel unterwegs, und du möchtest schneller jetzt auch die Engel zu den Kniechakren, zum Wurzelchakra, Herzchakra und so weiter kennenlernen, gerne schreibe mir, dann können wir eine Session vereinbaren und ich unterrichte dich in den Meditationen für die Erzengel und was sie dir für Werkzeuge mitbringen. Ansonsten, wenn du die Geduld hast, dann warte einfach hier bei YouTube ab, bis nach und nach alle Videos online sind. Wenn du ein anderes Anliegen hast, wenn du ein Channeling brauchst, wenn du Kontakt zu deinem höheren Selbst bekommen möchtest oder wenn du in Angelegenheiten von Partnerschaft oder Soulmate, Twin Flame Fragen haben solltest, dann schreibe mir gerne jederzeit. Ihr wisst ja, das ist auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren immer eins auch meiner Themen gewesen, in meiner letzten Beziehung und auch in dieser Beziehung. Und ja, es gibt da viel zu lernen, es gibt unheimlich viel zu entdecken und ich bin überzeugt davon, dass ich aufgrund meiner fast, ja, mindestens 25-jährigen Erfahrung im Bereich der Liebe und der Liebesbeziehung, der Soulmates und der Twin Flame Beziehung, der karmischen Beziehung und auch meiner Arbeit als Schamane, Reiki-Heiler, dass ich dir da helfen kann und dir auf jeden Fall die eine oder andere Abkürzung offenbaren kann und dir vielleicht sogar das eine oder andere Leid ersparen kann. Schreib mir gerne jederzeit, ich freue mich über jede E-Mail. In diesem Sinne, bleib gesund und munter. Namaste aus Auroville in Indien. Dein Enrico Galvini.